Niki Bartoszka ist Veranstalter für die Kulturabteilung der Marktgemeinde Wiener Neudorf mit dem heutigen Programm. Und trotz großer Konkurrenz, Lyraball, ein fast volles Haus. Gratulation. Ja, es dürfte wieder das richtige Thema getroffen worden sein. Und die Wiener Musik kommt sicherlich bei uns immer sehr gut an, allein schon durch die Wiennähe. Und diese Truppe ist ja wirklich großartig. Es gibt eigentlich auf diesem Gebiet kaum Besseres. Eben Professor Mallert ist mit dem Wiener Lied untrennbar verbunden. Professor Hirschfeld mit seinem Sohn. Ich habe gerade nachgedacht, ich glaube Anfang der 80er Jahre habe ich Hirschfeld persönlich kennengelernt und seitdem arbeiten wir auch mit der Gemeinde schon zusammen. Ja, na, das Trio präsentiert sich auch sehr gut. Ich denke, der Hirschfeld Junior bringt über die Geschichte der Schrammeln sehr viel, auf eine sehr lockere Art und Weise. Er erklärt auch die Instrumente, also den Unterschied eben zum Beispiel von dieser Altwiener Knöpferharmonika zu einer steirischen Harmonika, beziehungsweise auch die Kontragitarre, den Kontrabass, wieso das funktioniert und wie gut das funktioniert und dass man das nicht so leicht spüren kann, dass man auch hier die richtigen Töne treffen muss. Und er bringt das wirklich in einer lockeren Form, also so kann ich mir vorstellen, dass man auch früher das Wiener Lied dementsprechend präsentiert hat. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Darf Sie im Namen des Trio Mallert Hirschfeld sehr herzlich begrüßen. Es fängt für mich immer schon ganz super an, weil ich fange schon mit einer Pause an. Das ist ganz schön. Trio Mallert Hirschfeld, wir spielen mit drei Traditionsinstrumenten, wirklich insofern Tradition, weil die drei Instrumente, die Sie heute hören, gibt es tatsächlich nur in der Wiener Schrammelmusik. Und jetzt haben wir schon ein bisschen einen geschichtlichen Diskurs gehabt. Was fehlt denn, wenn man von Schrammelmusik spricht? Welches Instrument? Laut? Also zwei Geigen fehlen. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin Lehrer. Gell? Also ich frage immer dazwischen. Falls ich etwas im ersten Teil Ihnen sage, merken Sie sich, ich prüfe im zweiten Teil ab. Die zwei Geigen fehlen. Wir haben uns gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Wir probieren einmal nur die drei Grundinstrumente her, also Grundinstrumente, die es wirklich nur in der Wiener Musik gibt, herzunehmen. Der Papa war so fleißig und hat ziemlich viel umgeschrieben und arrangiert. Jetzt muss der Rudi Mallert alles, was die Geigen spielen, auf der Quetschen spielen und das kann man normalerweise nicht, aber wenn es wer kann, und damit begrüße ich ihn gleich, dann Professor Rudi Mallert. Der heutige Kulturabend in Wiener Neudorf wird also durch Wiener Musik sehr stark geprägt werden. Was werden wir denn zu hören bekommen? Naja, wir werden uns auf die traditionelle Wiener Musik begrenzen, wenn man das so sagt. Also wir sind diejenigen, die versuchen, die Tradition noch zu pflegen. Also es sind durchaus Lieder und Melodien aus dem 19. Jahrhundert, vielleicht ein bisschen später auch. Aber das ist das halt, was wir tatsächlich pflegen wollen. Lieder, Instrumentalstücke mit Instrumenten, die es halt nur in der Schrammelmusik gibt. Das Ganze hat sich ja aus einer Hausmusik heraus entwickelt, habe ich gegoogelt, sage ich ganz ehrlich. es sind mehrere Generationen eigentlich tätig, nicht? Ja, das kann man so sagen. Ja. Also
Der Vater hat zu musizieren begonnen, da bin ich auf die Welt gekommen und dann auch relativ schnell gemeinsam mit dem Professor Rudi Mallert. Die waren immer bei uns zu Hause, haben immer geprobt. Da kam dann der Großvater dazu von mir und dann wurde gemeinsam Hausmusik gemacht. Das ist ja etwas, was man heute ja fast nicht mehr findet. Somit bin ich mit der Musik aufgewachsen, bin extrem geprägt und habe dann mit 9 Jahren begonnen, auch Klarinette zu lernen. Auch bei einem Musiker, der sich mit der Wiener Musik sehr beschäftigt, beim Kurt Schmid. Und so hat sich das dann entwickelt. Und es macht mir natürlich wahnsinnige Freude, jetzt mit den beiden Herren gemeinsam zu musizieren, weil ich jetzt endlich ernsthaft auch mit ihnen mitspielen darf. Weil früher als Kind war das natürlich nicht so. Ja, also ein bisschen durfte ich schon mitmachen, aber eigentlich sollte ich schlafen gehen. Aber es war viel zu laut in Wahrheit. Die geht schön
kaum dass die Alte drüber brast den Zug vorüber. Nix ist geschehen, wunderbarer Weiß. Es kommt ihr Mann zu Ohren, der kriegt einen Riesenzorn. Wie die Eisenbahn zitiert vor's Gericht, wenn diese Rabersknochen stets verspätet haben. Ein typisches Instrument für die Wiener Musik ist die Knopfharmonika. Und Sie spielen diese? Ja, die Altwiener Knopfharmonika, das ist Schrammelharmonika, seit meinem 12. Lebensjahr, und zwar angeregt durch meinen Vater, der jahrelang bei den Heurigen gespielt hat, als Heurigenmusiker, natürlich kein Konzertmusiker, aber der hat mich damals inspiriert. Ich ging damals auch zu den besten Lehrern, die damals gespielt haben, und lernte eben diese Knopfharmonika, trat dann im Rahmen seiner Ensembles als Junge, weiß ich, 13, 14, 15 Jahre, als Solist auf, und ist natürlich in der damaligen Zeit nach dem Krieg sehr, sehr gut angekommen. Ansonsten ist natürlich die Musik nur mein Hobby, denn nach Pflichtschule und Dings habe ich Wirtschaft studiert, bin 46 Jahre in den Vorstandsetagen von Großkonzernen gewesen, habe eine Lederfabrik gehabt, 5 Boutiquen in Wien und Salzburg, ein Reisebüro, aber an sich immer daneben die Musik betrieben, und habe dann auch mein eigenes Schrammelquartett gegründet, die Malertschrammeln, dann das Malertduo, und habe eigentlich nach dem Krieg begonnen, also Orf war es ja damals noch nicht, die RAWAG praktisch, ja. Sender Rot-Weiß-Rot, bei allen berühmten Schrammelquartetten, die damals existiert haben, hatte ich die Ehre, mitzuwirken. Und das hat sich dann entsprechend entwickelt. Ich habe dann 1986 eben die Malertschrammeln gegründet, die Gesellschaft Freunde der Wiener Musik, war auf der ganzen Welt, außer Südamerika und Australien waren wir überall, haben in den größten Konzertsälen gespielt, in Japan des Öfteren, wie auch in der Carnegie Hall, mit riesen Fernsehshows. Es ist nur, das Dilemma ist heute das, wenn die Leute jubeln oder flippen aus im Ausland, und wenn du nach Wien zurückkommst, muss ich mir dann anhören, das geht bei uns nicht. Aber so ist es leider Gottes, und alles, was hier in Wien stattfindet, ich habe so 40 bis 50 Veranstaltungen, alles in Eigenregie und auch selbst finanziert. Gut, also nach dem Motto, gestern noch in der Carnegie Hall und heute schon in Wiener Neudorf, warten wir auf das Konzert. Nein, ich bin in Niederösterreich zu Hause und habe sehr, sehr große Konzerte gemacht, Kirchenkonzerte, Carmina Burana zum Beispiel mit 240 Mitwirkenden, in Korneuburg Musikalischer Sommer mische ich mit, Stuckerau, also eigentlich in sehr, sehr vielen Orten, und vor allem karitativ, muss ich sagen, sind wir sehr, sehr tätig und versuchen auch hier im Rahmen unserer Möglichkeiten Gutes zu tun. Thank you.
Er macht sich schon wieder Sorgen, dass er keine Arbeit hat in der Pause. Er verkauft nämlich die CDs. Und grundsätzlich gelten die CDs als Austrittskarte. Also wenn Sie hier nicht übernachten wollen, kaufen Sie. Wir haben genug mit. Gut. Titel passend zu den Plätzen, den ich von mir gebe, zur Pause, ein Marsch, so geht's zur bei uns in Bern. Ich freue mich auf den Zeiten. Vielleicht auch noch Professor.